Moin Moin, wir sind kurz davor aufzubrechen. Es ist jetzt kurz nach 7. Wir düsen jetzt gleich noch schnell da hinten rüber zum Haupthaus, werden unsere Kohle abholen, uns nochmal verabschieden und bedanken, dass wir 2 Tage arbeiten durften. Und dann haben wir eigentlich noch gar keinen Plan, wo es eigentlich hingeht. Wir haben gerade eine schöne leckere Bacon Cheese Roll, also so ein kleines Käsebrötchen mit Kiri gesnackt. Wir waren gerade einkaufen hier vorne im Coles. Und jetzt warten wir noch ein paar Minütchen, damit der Souvenirladen aufmacht, damit wir noch ein paar Postkarten kaufen können. Weil wir ja von jeder Stadt, in der wir sind oder bleiben, halt auch eine Postkarte haben wollen und die dann auch zur Oma schicken. Und nachher kriegen wir dann auch eine von den 2, die wir kaufen, wieder zurück. Und dann machen wir uns so ein cooles Buch, haben wir nämlich gesehen im Internet. Das sah nämlich echt schnieke aus. Und dann haben wir direkt ein Tagebuch mit Postkarten drin und Bildern und so. Das wird richtig, richtig cool. Aber jetzt müssen wir halt noch warten. Und dann fahren wir zu Mount Warning, damit wir mal wieder ein bisschen geile Landschaft sehen und ein bisschen coole Aussicht genießen können. Mount Warning, willkommen. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen bis nach oben. Puh, ein Drittel des Weges haben wir geschafft. Das Blöde ist, Annika ist schon zu 2 Dritteln geschafft. Puh, Mount Warning, fast geschafft. Noch ein knapper Kilometer ungefähr, dann sind wir oben. Und guckt euch mal hier schon die Aussicht an. Oh, geil. Und da hinten ist irgendwo das Meer. Geschafft. Spitze von Mount Warning. Ich glaube, das ist, wenn es nicht gar der höchste Berg Australiens ist, ist es auf jeden Fall der höchste der Ostküste. Und jetzt zeige ich euch mal, wofür wir jetzt belohnt werden mit diesem komischen Kraxelweg, den wir da hoch mussten. So viel zum einfachen Teil der Reise auf den Mount Warning. Jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt muss man die ganze Scheiße wieder runterlaufen. Boah, fuck mal, wir müssen uns hier bloß davon machen. Wenn wir oben waren, ist dieser Baum hier auf den Weg gefallen. Wir kommen hier gerade wieder und denken, what the fuck? Auf dem Hinweg war doch gar kein Baum hier.
Und jetzt liegen hier drei Bäume auf dem Weg. Also es scheint eine gefährliche Ecke zu sein da oben. Besser mal schnell nach unten. Auf geht's. Puh, was bin ich im Arsch, ey. Meine Beine zittern. Das war auch ein richtig anstrengender Weg. Jetzt sind wir ja gerade am Fuß von dem Berg an so einer Picknick-Area, wo es auch ein Barbecue gibt. Und guck mal, was da sitzt. Guck dir den mal an, wie cool der aussieht. Ach Freunde, wir sind zurück in der Zivilisation angelangt. Immer noch auf der Suche nach einem Schlafplatz für heute Nacht. Ich meine, das wäre Vorteil gewesen, wenn du wusstest, wo du warst. Das war der Vorteil an dem Bin oder jetzt auf der Farm, weil du einfach wusstest, okay, ich schlafe da. Und jetzt müssen wir uns was Neues suchen, aber uns knurrt der Magen und deswegen Dominos! Angekommen, und zwar wo genau? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe bei Wikicamps einfach geguckt, was umsonst ist und was Trinkwasser hat. Und da kam dieser kleine Platz hier raus, da hinter den Bäumen, da ist die Hauptstraße quasi. Hier ist direkt eine Bahnstrecke, ich hoffe, da fährt nachts kein Zug lang. Und ja, hier kann man halt umsonst schlafen, da vorne sind noch öffentliche Toiletten und direkt auf der anderen Straßenseite wiederum gibt es diverseste kleine Lädchen und einen Butcher, also wie heißt das, Metzger, der auch selbstgemachte Pasteten verkauft und sowas. Also schon sehr klein, familiär, aber man kann hier umsonst bleiben eine Nacht und das finde ich sehr cool. Und morgen fahren wir dann weiter nach Byron Bay runter, weil wir sind jetzt schon nördlich von Byron Bay, müssen jetzt wieder was zurückfahren. Und am Freitag werden wir da auch nochmal Tom treffen, denn wir haben tatsächlich unsere Schuhe vergessen auf der Farm. Dann hat er uns angerufen, aber hat gesagt, hey, kein Problem, ich bin am Freitag in Byron und dann bringe ich die euch einfach mit. Also sehr, sehr netter Mensch, sehr verständnisvoll, hat uns noch eine Kiste Avocados gegeben und der gestern ja noch die Ananas. Ihr seht, die Sonne geht unter. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber auf diesem Baum da hinten, da sitzen immer sehr, sehr viele Vögel und schreien sehr, sehr laut. Ich hoffe, das wird nicht ein Problem heute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst mir doch mal eine Bewertung da oder schreibt mir einen Kommentar. Da freue ich mich immer richtig drüber, wenn ich den Kommentar lesen darf. Und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen. Ciao!